Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen und ja gleichzeitig auch alten Projekt von mir. Und zwar möchte ich mit euch dieses Spiel spielen, wovon ihr jetzt schon die ganzen Dateien seht, nämlich Pumuckl fangt den Klabauter. Tja, und diejenigen, die schon etwas länger bei mir auf dem Kanal dabei sind, die werden sich daran erinnern, dass ich mal 2 Folgen zu diesem Spiel aufgenommen habe, vor langer, langer Zeit, Jahre ist es mittlerweile her. Und nach 2 Folgen habe ich das Let's Play aber wieder aufgehört. Denn ich hatte damals eine ziemlich alte Möhre als Rechner. Und das lief bei mir nicht ruckelfrei, auch wenn das ein sehr altes Spiel ist, da ich die DOS-Box genommen hatte und Windows 3.1 darin installiert und dann das Spiel darin gelaufen habe. Und ja, das war alles nicht so wirklich gut damals. Und es hat halt einfach nicht ruckelfrei funktioniert. Und damit hat das Spiel, ich konnte es nicht richtig spielen und es hat auch keinen Spaß gemacht. Und naja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich es jetzt nochmal versucht, da ich mittlerweile einen neuen Rechner habe. Schon seit einiger Zeit tatsächlich. Und ich hatte jetzt irgendwie mal wieder Lust auf dieses Spiel. Und es gab auch einige Leute, die das wieder sehen wollten. Und wenn ich mir mal die Videos angucke, der erste Teil davon hat über 8000 Aufrufe. Also es ist durchaus Bedarf da. Und da es sonst irgendwie auch keine anderen Videos zu diesem Spiel gibt, dachte ich mir, warum nicht? Machen wir doch einfach nochmal dieses Spiel als kleines Nebenprojekt. Ja, ich würde sagen, wir starten es einfach mal und schauen uns die Intro-Sequenz an. Ja, wo Pumuckl herumspringt. Ich denke mal, Pumuckl dürfte allen eigentlich ein Begriff sein. Zumindest den älteren Zuschauern. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Jüngeren unter euch ist. Denn früher, als ich noch ein Kind war, gab es damals noch den Pumuckl. Es war eine Fernsehserie für Kinder. Und ich glaube, Meister Eder und sein Pumuckl hieß sie. Und es ging halt um diesen Pumuckl, der Abenteuer erlebt hat. Und das ist ein Kobold. Und den kann man eigentlich nicht sehen, aber wenn man einen Kobold fängt, dann kann man ihn sehen. Und er ist halt irgendwie bei Meister Eder in der Tischlerwerkstatt im Leim kleben geblieben. Dadurch hat er ihn so gesehen gefangen und konnte ihn dann sehen. Und sie haben dann einige Abenteuer zusammen erlebt. Tja. Und ja, der eine oder andere von euch mag sich jetzt denken, was, ein Kinderspiel zu einer Kinderserie, was soll das denn? Warum machst du so einen Scheiß, ne? Aber lasst euch überraschen, so schlecht ist das Spiel gar nicht. Genau. Ja, es tut mir leid, die Musik im Vergleich zur Stimme ist ziemlich laut. Ich kann das aber nicht voneinander regeln. Also ich muss mit dieser Lautstärke leben, so wie das Spiel abgemixt ist. Da kann ich wirklich nichts tun. Ihr seht, ich habe hier auch überhaupt keine Optionen oder so. Ich habe hier Spiel starten, Hilfe, um zu schauen, was die verschiedenen Tasten machen und was die verschiedenen Gegenstände tun. Das ist jetzt aber, also es ist eigentlich ganz cool gemacht, wenn ich beispielsweise auf die Gegenstände gehe und hier zum Beispiel auf die Pumuckl-Münze klicke. Was? 30 Punkte? Genau. Wenn es denn sein muss. Da erklärt einem der Klabautermann halt, wie die ganzen Sachen funktionieren. Finde ich ganz nett gemacht. Für Kinder definitiv ziemlich cool. Dann haben wir hier noch Passwort, um in andere Level zu kommen und halt eine Highscore. Aber an sich an Optionen gibt es hier eben nichts. Deswegen müssen wir damit leben. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß nicht mehr was. Egal. Jedenfalls, vom Plot her ist es so ähnlich wie Super Mario Bros. 2 war es, glaube ich, für den NES. Und zwar spielen wir nicht Pumuckl in seiner Pumuckl-Welt, sondern Pumuckl träumt und wir spielen eben seine Träume nach. Tja, und den ihr gerade eben gehört habt, den ihr auch hier sehen könnt im Hilfemenü, das ist der Klabautermann. Das ist quasi Pumuckls Antagonist. Wie der jetzt genau in der Fernsehserie mitspielt, weiß ich nicht genau. Ich glaube, da ist er, zumindest in den Folgen, die ich gesehen habe, und das waren nicht so viele, muss ich gestehen, kam er gar nicht wirklich vor. Deswegen, naja, es ist wohl auch irgendwie ein Kobold. Und man kennt Klabautermänner ja auch ansonsten irgendwie aus irgendwelchen Erzählungen, dass sie Seemannsgeister sind und irgendwelche Schiffe heimsuchen oder so. Aber, wie gesagt, ist halt Pumuckls Antagonist. Und mit dem müssen wir hier klarkommen. Zumindest später, am Anfang noch nicht. Und das Spiel heißt auch Fang den Klabauter. So, ich würde sagen,
lange um den heißen Brei geredet. Wir fangen einfach mal an. Ihr seht, ich habe hier schon bis zu Level 15 gespielt, in einer kleinen Testaufnahme, um mal ein bisschen zu gucken, ob das Spiel funktioniert, das bisschen zu optimieren, denn am Anfang war es auch nicht ganz ruckelfrei, aber mittlerweile sollte es ganz flüssig laufen. Deswegen gucken wir einfach mal. Wir fangen im Geisterwald an, wie der Klabautern schon gesagt hat, im allerersten Level hier. Und ja, so sieht das Spiel aus. An diese Ansicht könnt ihr euch schon mal gewöhnen. Und zwar müssen wir in jedem Level alle Objekte einsammeln. Das heißt, alle nicht alle Items, die wir benutzen können. Also ich muss hier beispielsweise nicht alle Äxte einsammeln. Aber ich muss hier alles Obst mitnehmen. So, wir sind jetzt hier unten. Können hier ein bisschen rumlaufen, aber ich komme nicht weiter. Glücklicherweise haben wir gerade die Äxte eingesammelt. Deswegen kann ich die jetzt hier mal einsetzen. Zwei davon. Und das Zeug weghacken. Ja, eventuell wird dem einen oder anderen von euch das Spielprinzip ein bisschen bekannt vorkommen. Und zwar ist es an sich ein Loadrunner-Klon, ja. Also ich kann hier auch, wie im Original Loadrunner, den Boden wegmachen, zumindest bestimmten Boden, der etwas anders aussieht. Hier diese Holzstämme kann ich beispielsweise nicht entfernen. Und das wird später noch ganz wichtig. Hier durch, denn da unten komme ich nicht weiter. Das wird später noch wichtig, wenn der Klabautermann anfängt aufzutauchen. Oder der Klabauter. Ich glaube, hier wird er gar nicht Klabautermann genannt. Denn damit können wir ihn fangen. Ja, und da haben wir auch schon den Titel. Fangt den Klabauter. Ja, und an sich, jetzt hier im ersten Level, mag das Ganze noch ein wenig unspektakulär aussehen. Ich meine, ich laufe hier rum und sammle Äxte ein, mache so ein bisschen Zeug kaputt und sammle halt die Früchte ein. Aber das wird in den späteren Leveln noch relativ knackig. Jetzt am Anfang nicht so, weil es halt der Anfang ist und es ist halt nach wie vor ein Kinderspiel. Aber ja, gucken wir einfach mal die späteren Level ab. So, ich meine, wir sind ja auch erst hier nur im ersten Gebiet. Ich habe mir gedacht, das hier soll auch ein Nebenprojekt werden, so wie ich es damals auch geplant hatte. Und zwar, dass ich irgendwie ja, in einer Folge ein Gebiet spiele, das ab und zu mal kommt. Und ja, ein Gebiet sind immer 5 Level. Also wird es jede Folge wird nicht besonders lang, aber dafür habt ihr dann irgendwie über längere Zeit was davon. So, ja, was wir hier eingesammelt haben, ist ein anderes Item. Das ist diesmal nicht die Axt, wie man sehen kann, sondern es ist die Zauberleiter. Und ja, den Nutzen habt ihr jetzt auch schon festgestellt. Damit können wir Leitern erschaffen und jetzt zum Beispiel damit auch hier oben rankommen. So, ich versuche möglichst wenig Items pro Level zu benutzen, soweit mir das möglich ist. Denn Items, die übrig sind, am Ende bringen uns Punkte. Also seht ihr da unten links unseren Punktestand, diese Pumuckl-Münzen. Und da haben wir schon 237. Rechts daneben seht ihr, wie viel Punkte der zuletzt eingesammelte Gegenstand bringt. Also zum Beispiel hier so eine Birne bringt eben 2. Und die Items, jetzt zum Beispiel die Zauberleitern, bringen ganz am Ende nochmal Punkte. Ich kann euch jetzt aber nicht sagen, wie viel die Zauberleitern bringen. Zauberleitern, ja. Ich sollte vielleicht auch nochmal an meiner Aussprache arbeiten. Naja, der Level hier ist auch nicht besonders spannend. Man muss halt ein bisschen sich Gedanken darüber machen, wo man jetzt die Leitern platziert. Aber ihr seht, wir haben so viele, jetzt noch 6 übrig. Und es ist halt der Anfang. Man sollte sich erstmal an die Items gewöhnen und wie sie funktionieren. So, die Kirsche, da holen wir uns noch. Und die Pflaume. Und dann sollte sich das Portal auch schon wieder öffnen. Ich muss gestehen, ich finde die Musik in diesem Spiel ziemlich, ziemlich cool. Ich hatte auch erst das Problem, dass ich die Musik hier nicht zum Laufen gekriegt habe. Und das finde ich ein bisschen doof, vor allem wenn das hier ohne Musik ist. Das ja, ist dann ein bisschen trist. Ich finde, die Musik ist echt ein Highlight an diesem Spiel. Also vielleicht gefällt es euch nicht so, aber mir gefällt sie auf jeden Fall. Und wenn es euch nicht gefällt, dann habt ihr halt Pech gehabt. Ich meine, wenn euch das ganze Spiel nicht gefällt, dann habt ihr halt Pech gehabt. Es ist ja sowieso nur ein Nebenprojekt. Also wenn euch das nicht gefällt, dann gefällt es euch halt nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es genug Leute gibt, denen es gefällt. So, jetzt haben wir hier einen Klabauter. Ja, das ist das erste Mal, dass er auftaucht. Sobald ich irgendeine Taste drücke, wird er anfangen, sich zu bewegen und uns verfolgen. Und wenn er uns berührt, ja, dann gehen wir drauf. Das kann ich einmal demonstrieren. Machen wir das einfach mal. Hallo! Ja, witzig ist, wenn ich Escape drücke, kann ich mich auch irgendwie raus... Oha. Irgendwie befreien aus einer Situation, aus der ich anders nicht mehr rauskomme. Verliere ich auch ein Leben im Normalfall. Und ihr seht, wenn ich das öfter mache, kann ich immer weiter nach oben steigen, was ich ganz witzig finde. Ja, wir haben hier rechts solche Blasen. Das sind die sogenannten Traumblasen und davon haben wir 5 Stück am Anfang.
Und wenn alle Traumblasen aufgebraucht sind, ja, dann wacht Pumuckl halt auf. Ich meine, das ist wie in so einem Albtraum. Man wird halt irgendwie von dem Klabauter gefressen und irgendwann wacht man schweißgebadet auf. Und das wollen wir natürlich nicht. Und, ja, da bist du wohl falsch gelaufen. Ja. Wenn du die Aufgabe löst, darfst du trotzdem weiterspielen. Genau, und es ist eben ein Kinderspiel. Und da muss ja auch irgendwie so ein Lernaspekt dahinter stecken. Also zumindest war das früher mal so, dass in Kinderspielen auch irgendwie, ja, die müssen was lernen dabei. Dann gab es auch noch Löwenzahnspiele und was weiß ich nicht. War ziemlich cool. Zumindest für damalige Verhältnisse. Und hier gibt es halt eben die Möglichkeit, dass man Matheaufgaben löst, ja. Und ich habe jetzt in der Testaufnahme schon ein paar gelöst. Am Anfang ist es wirklich nur sehr simpel. Da hat man dann irgendwie, was weiß ich, 5 Birnen und dann muss man sagen, ja, wie viele Birnen sind denn da? Einfach nur zählen. Jetzt ist es schon ein bisschen fortgeschritten. Jetzt muss ich hier Birnen subtrahieren voneinander. Später kommt dann, glaube ich, auch noch Multiplikation und Division dazu. Ob es wirklich schwieriger wird, weiß ich nicht. Aber das werden wir dann sehen. Tja, und wenn wir die Matheaufgabe richtig lösen, dann verlieren wir kein Leben. Wenn wir sie falsch lösen, tja, dann verlieren wir halt eine Traumblase. Passiert. So, Christoph hat 3 Kisten und eine einzelne Birne. Was? Christoph hat 3 Kisten und einige einzelne Birnen gesammelt. Ah, etwas mehr als eine Kiste hat er den Kindern in der Nachbarschaft geschenkt. Wie viele Birnen hat er noch? So, dann zählen wir erstmal, wie viele in einer Kiste drin sind. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind das 10 pro Kiste. Ja, das heißt, links haben wir 30 plus 5, 35 und minus 13. Das müsste 22 geben. Ja, jetzt habe ich gerade einen Brain-Moment. Was ist das richtig? 35 minus 12? Nee, 35 minus 13. Müsste 22 sein. Ich habe mich... Ja. Woher wusstest du das? Och, weiß ich auch nicht. Schwein gehabt. Dann geht's jetzt weiter. Ich glaube, du kannst auch schwerere Aufgaben rechnen. Ja, immer schwerere Aufgaben. Aber gerade schön blamiert, dass ich erstmal einen Moment gebraucht habe, um auf die 22 zu kommen. Naja, das ist halt so, wenn man gleichzeitig versucht zu spielen und hier irgendwie zu labern. So, ja... mit unserem Zauberstab können wir halt, wie gesagt, hier links und rechts diese Blöcke wegmachen. Und das ist ganz praktisch, um den Klabauter aufzuhalten. Der hier ist jetzt besonders schnell, das heißt, der kann wieder rausklettern. Deswegen mache ich hier mal ein paar mehr Löcher und hoffe, dass der gleich in einem Loch lang genug drin bleibt. Denn dann passiert nämlich das da und er verschwindet. Leider nur temporär. Ihr seht, da kommt er wieder. Aber das können wir uns teilweise in manchen Leveln zunutze machen und müssen wir uns auch zunutze machen. Witzigerweise, ich kann einfach hier durch dieses Loch durchspringen. Wenn der Klabauter da oben reingeht, was er jetzt leider nicht tut, dann bleibt er da oben drin hängen. Kann ich euch gleich auch einmal demonstrieren. So, kommst du hier runter? Oh, genau, die Klabautermänner können auch Items mitnehmen, die wir brauchen, um das Level zu vervollständigen. Und die lassen sie dann einfach manchmal so fallen. Oder halt, wenn wir sie in so ein Loch befördern, kommen sie raus. Das müssen wir manchmal auch ausnutzen. So. Nehmen wir das doch mit. Ich muss gestehen, damals, als ich das Spiel gespielt habe, als ich noch ein Kind war, habe ich teilweise die Matheaufgaben mit einem Taschenrechner gelöst. Und das Spiel ist dann so gemein, wenn man die Aufgaben manchmal zu schnell löst, dann sagt es, nein, das hast du niemals alleine gelöst. Das kann nicht sein. Wie zieht dir das Leben trotzdem ab? Deswegen darf man da nicht zu schnell sein. So, jetzt habe ich auch schon das Item hier in diesem Level benutzt, was eingeführt wurde. Das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Und zwar sind das diese Stiefel. Und wie ihr schon gesehen habt, mit diesen Stiefeln können wir eben springen und höhere Ebenen erreichen. So, das war es jetzt auch schon mit dem Level. Wie gesagt, die ersten paar Level sind nicht besonders kompliziert. Aber es ist ja auch nur eine Einführung. So, schauen wir mal, was kommt als nächstes? Wieder ein neues Element. Also diesmal haben wir zum einen 2 Klabautermänner, aber wie ihr seht, die sind ein ganzes Stückchen langsamer als hier aus dem Level davor. Und wir haben da diesen grünen Matsch auf dieser Fläche da. Und das ist ein Sumpfgebiet. Wenn wir darauf kommen, werden wir langsamer. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Der ist da oben natürlich jetzt etwas doof gespawnt, finde ich. Jetzt erstmal hier die Münze. Nein! Wollte Pumuckl kein Loch machen. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht unten in unsere eigenen Löcher reinfallen. Denn wenn das passiert und wir in einem Loch drin sind, während das zugeht... Boah, das war knapp. Dann, ja, gehen wir halt auch drauf. Deswegen immer schön vorsichtig sein. So. Genau, bleib du mal da drüben. Die sind natürlich nicht ganz so dumm. Die versuchen immer erst auf eine Ebene mit uns zu kommen. Deswegen klettert er jetzt da rechts hoch, anstatt einmal links über den Sumpf zu gehen. Aber das soll mir ganz recht sein. Dann muss ich mich nicht weiter mit dem auseinandersetzen.
So, das geht ja auch relativ fix hier. Diesmal haben wir gar keine Items, was ein bisschen schade ist, aber naja, dafür müssen wir halt zum Beispiel hier so ein bisschen nachdenken, wie kommt man da dran? Na klar, man macht erstmal die obere Ebene weg und dann kann man in der unteren Ebene dran. Logisch, aber naja, wird noch schwieriger, keine Sorge. So, jetzt müsst ihr mich nur noch einmal hier zum Tor lassen, aber das werdet ihr bestimmt tun, nicht wahr? Ach, ihr seid so freundlich. Ich finde auch die Soundeffekte witzig. Ja, wenn sie weggehen. So, dann gehen wir mal in den letzten Level für diese erste Folge. Wieder eine weitere, ein weiteres Feature. Und zwar seht ihr diese Holzhaufen. Und wenn wir die einsetzen, dann können wir Zäune errichten, so wie den, der links von uns steht. Die können wir auch einreißen mit dem Zauberstab. Also niederbrennen wohl eher. Und das werden wir teilweise auch nutzen müssen. Also du kannst erstmal da reingehen. Dann holen wir uns... Ach, du hast einen Apfel. Egal, den holen wir uns gleich, den Apfel. Der wird sowieso wieder rauskommen. Oh, doch nicht. Okay. Dann... Nein! Ach, verdammt. Da habe ich ein bisschen zu spät losgelassen. So. Glücklicherweise gibt es keinen Fallschaden oder so. Pumuckl fängt halt nur an zu weinen, wenn man zu tief fällt. So, du kannst erstmal das Loch rein. Komme ich an die Birne ran? Ich hoffe doch. Ich glaube nämlich, hier kann man durch den Boden fallen, jawohl. Und auf die linke Seite kommen wir nur, wenn wir eben diesen Zaun niederbrennen. Anders geht das nicht. Also hier dieser ganze Boden, ihr seht, da fallen wir durch und da kommen wir eben nicht hoch, deswegen ist das so ganz gut. So. Dann nehmen wir noch die Banane und, wie es der Zufall so will, und natürlich war das von mir geplant, dass wir hier enden, ist das Tor direkt hier und wir können einfach hochklettern und haben damit den Geisterwald fertig. Der Geisterwald ist geschafft. Das hast du gut gemacht. Ach, danke schön. Schau nach rechts oben auf die Spielstufenanzeige. Dort siehst du 3 Bonusgegenstände. Du solltest dir diese Kombination gut merken. Das ist die Kombination, die du in der Passwortabfrage benutzen kannst, um schnell an diesen Ort zurückzukehren. Jo, alles klar. Vielen Dank, Labauter. Ja, ich würde sagen, das soll erstmal für diese Aufnahme reichen. Wie gesagt, es soll nur ein Nebenprojekt sein, deswegen werden die Folgen auch etwas kürzer. Wie gesagt, 5 Level pro Folge. Klingt eigentlich nach einem Plan, finde ich. So, ich hoffe, es gefällt euch einigermaßen. Wenn nicht, dann guckt halt nicht weiter zu. Wenn doch, dann freue ich mich schon drauf, euch in zukünftigen Videos willkommen zu heißen. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.